Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 28. 5 vor 6 Uhr morgens oder knapp 6 Uhr morgens. Und hier hört man nur die Vögel. Richtig schön. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, 4, 5 Grad. Alles so richtig toll. Genau. Jetzt wird schön hell. Mal gucken, wie der Tag heute so wird. So, da seht ihr mich auch. Und was ich sehe, ist eine blinkende Kamera. Wunderbar. Wetter ist nicht so besonders. Ey, guckt euch mal diesen Hugo hier an. Der tut so weh. Und ich traue mich da auch nicht dran. Ich bin ja schon... Zap, zarab war der Akku aus, beziehungsweise die Kamera. Ich wollte gesagt haben, ich bin eigentlich eine Quetschliese, aber da traue ich mich dann doch nicht dran, wobei ich jetzt sehe, dass er weg ist. Aber ich war nicht dran, keine Ahnung. Ja, da war ich vorhin noch bei meinen Eltern, da waren wir da mit den Hunden spazieren und ja, dann habe ich meine Kinder alle abgeholt. Jetzt sind wir zu Hause, Lenny macht gerade Hausaufgaben, ich mache Mittagessen. Heute gibt es dann Spitzkohl untereinander. Hoppala, bin wir das. Und da bin ich gerade am Machen. Und ja, sonst steht eigentlich nichts an. Wetter ist so lala. Gerade war mal die Sonne draußen, jetzt ist bedeckt. Aber ich habe gehört, irgendwie soll die ganze Woche bedeckt sein. Soll zwar wärmer werden, aber keine Sonne. Egal, Hauptsache kein Regen. Der kommt Dienstag oder wann erst. Ja, total ungewohnt mit den Nägeln. Der ist so kurz, aber ich wollte ihn jetzt nicht extra verlängern. Und ja, aber es ist richtig ungewohnt, wieder kurze Nägel zu haben, weil im Gegensatz zu den anderen sind die doch schon kurz. Ja, ganz dezent in dicker Brilli. Ungewohnt, aber noch sind sie alle dran. Hier sind schon zwei weg. Aber so ist das, ne? Man muss ja testen. Ich habe da nämlich auch alles nicht gehabt. Ich habe bei den ganzen Modellagen, die ich jemals gemacht habe, noch nie Steine, Overlays, noch nie gemacht. Deswegen, jetzt wird langsam mal Zeit, dass wir da was machen. Genau, genau. Ja, ich mache jetzt gerade das Essen und dann mache ich jetzt mal Pause. Ich bin müde, ich weiß gar nicht wovon. Ja doch, ich schlafe nachts nicht mehr so prickelnd, aber da müssen wir durch. Genau. So, jetzt kochen wir weiter. Lecker, lecker, lecker. Spitzkohl untereinander mit Würstchen. Ich habe tatsächlich zwei Häckelbraunellen. Wie schön ist das denn? Genau, futtert hier mal ordentlich. Was wird das? Was das wird? Ja. Eine Verschalung, ne? Ja. Eine Verschalung für die Verschalung. Für den Unterbau, für das Häuschen, Schildkrötenhäuschen. Keine mal gucken, was? Keine Ahnung, aber rauchen. Aber rauchen, genau. Ja, für die Unterkonstruktion, für das Frühbeet, Mensch. Ich will zeigen, wie das geht. So, und dann zusammengeschraubt und so. Habt ihr das gesehen? Ja, lass uns mal überraschen, wie es aussieht, wenn fertig ist. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute den 29., also Freitag. Die Sonne kommt. Heute soll es 16 Grad werden. Wir haben jetzt aktuell noch knapp 2 Grad, 1, keine Ahnung. Und Udo sagte, wir müssen leicht kratzen, abwarten. Die ersten Vögelchen waren schon fressen. Und ja, mal gucken, wie der Tag heute so wird, ne? Guten Morgen. Schon fast guten Tag. Wir haben 20 vor 12. Genau. Heieiei. Wo fange ich an? Gestern Abend bin ich dann mal hingegangen und habe den Leuten, die unsere Hühner gekriegt haben, geschrieben, wie die Hühner sich so eingelebt haben und... ja, ob sie mal ein paar Bilder haben und ja, hatten sie auch gehabt. Und dann sind Herr Steffi erstmal hier schön
der Tränen gelaufen. Auf der einen Seite, klar, Traurigkeit. Ja, also, auch wenn ich hier lachend sitze, heißt das ja nicht, dass ich meine Hühner vergessen habe. Und auf der anderen Seite, das hat natürlich überragt, eben die Freude, dass es den Hühnern gut geht. Und es war mal wieder schön, die zu sehen. Und die haben da Freilauf und ja, einen großen Hund haben die. Und das verträgt sich alles super. Die laufen zusammen wohl rum und haben auch schon fleißig Eier gelegt. Also die Leute haben eben gesagt, dass sie glücklich sind mit allem. Und das freut mich dann natürlich. Ja, dann heute Morgen ganz normaler Wahnsinn oder unspektakulär. Kinder fertig gemacht, Kinder weggebracht. Und ja, dann bin ich dann am Rückweg einkaufen gefahren. Denn ich habe spontan entschieden, dass wir heute grillen. Denn heute scheint die Sonne, wer weiß, wie es morgen wieder aussieht. Und ja, da habe ich gedacht, da brauche ich nicht viel machen. Und ja, ich war gerade zu Hause, rief meine Schwester an. Ja, wie sieht denn aus, ob ich eben mitkomme zur Apotheke und nach Kaufland? War ich denn gut? War ja nicht da gewesen, ne? Ich weiß nicht, wie das ist, weil ich Kaufland sagte, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall waren wir da. Und wir waren dann auch in der Apotheke. Wir waren noch bei Kaufland. Und wir waren bei Rossmann. Und das war der Fehler. Also als erstes kann ich sagen, mir hat eine Abonnentin geschrieben, dass man, jetzt steht ja mein Werbungsschild, dieses MA-SAM auch bei Rossmann und Müller kriegt. Müller haben wir ja nicht. Und dann waren wir heute da drin und dann habe ich geguckt und tatsächlich für 24,75 Euro könnt ihr das auch bei Rossmann, zumindest bei uns. Wie das in anderen Filialen aussieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man das auch da erwerben. Gut, ja, und dann sind wir, hat meine Schwester noch geguckt und da und dies und jenes und tralala. Ja, und dann stehe ich vor der Essenskategorie da und das war, glaube ich, meine LE. Und ich glaube, das ist jetzt in das Sortiment eingezogen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das hat mir auf jeden Fall wieder einen Nackenschlag verpasst, weil meine Schwester und ich haben uns gestern noch drüber unterhalten, gestern, noch keine 24 Stunden her. Es ging darum, um Kosmetik, dass wir jetzt nichts mehr kaufen und erstmal aufbrauchen, weil das, ja, sie hat viel weniger als ich, aber trotzdem, dass das, was wir haben, erstmal aufgebraucht werden muss und dass das überhaupt bis zum Lebensende überhaupt nicht weggeht. Ja, dann stand ich vor dieser blöden Essenstheke. Und habe mir das Hello New York, die Eyeshadow-Palette geholt. Und zwar sieht die so aus. Genau, hier so schön holographisch. Da gibt es auch noch zwei andere, aber die eine Palette, die habe ich, also die Farben habe ich definitiv alle. Und bei der anderen auch, oder den größten Teil. Und hier, jetzt guckt euch das an, nicht nur ein schöner Spiegel, sondern diese Farben. Die habe ich gesehen und habe gedacht, gut, ich swatch euch jetzt mal ein paar. Das. So sieht das jetzt aus. Jetzt guckt euch diese Farben mal an. Wie schön der jongliert. Sind das nicht Hammerfarben? Ja, 6,95 Euro hat die Palette gekostet. Und ich konnte nicht widerstehen. Da ist noch ein Ton. Also das ist so grau und die beiden sind matt. Obwohl das jetzt auch schimmert, aber das liegt da dran. Weil, also da sind 1, 2, 3, 4 matte und 5 schimmernde. Ja. Ja, dann habe ich die da mitgenommen. Im Display sieht das hier türkis aus. Aber ich fand die so schön. Und dann stand ich davor, soll ich nicht? Die eine Seite sagt, ja, Steffi, klar, die ist schön. Die andere Seite, nein, du hast gestern noch gesagt, du brauchst nichts. Ja, dann bin ich dann weitergegangen und dann sehe ich ein Revolution Eye.
Da hatten die vier Stück von, also vier Sorten. So sieht das aus. I Love Revolution. Ich habe jetzt die Candy Edition, glaube ich. Und da gab es noch drei andere. Eine Paket hätte ich gerne mitgenommen, weil mir da nur dieses Paket hier gefiel. Aber ich habe es dann doch lassen, weil da Pinguine drauf waren. Pinguine. Flamingos. Ich Pinguin. Ich mache das jetzt mal auf. Da kostet ein Ei 4,99 Euro. Na, komm raus. So sieht das aus. Das Ei. Und ich denke mal hier oben. Auch schön. Das sind zwei Highlighter. Und so sehen die Farben aus. Machen wir mal hier. Genau. Das Ei ist doch sehr schön. Swatchen wir mal euch hier. Schimmer. Jetzt muss ich die Finger sauber machen. Das wäre sehr sinnvoll. Handfrei machen. Psst. Voll drollig, echt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Och, wie süß. Welche habe ich jetzt geswatcht? Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt. Auf jeden Fall sind da eins, zwei, drei matte und zwei schimmernde. Ach, das ist der hier oben. Ich wollte gerade sagen, ich habe da hier so einen hellen Ton. Jetzt nehmen wir mal den Highlighter. Handrücken tut schon voll weh. Also da unten schimmert ja richtig schön. Da oben ist ja nicht matt, aber auch nicht schimmernd. So, ja, auf jeden Fall ist halt ein richtig süßes Osterei. Ja, das zum Thema. Ich brauche nichts. Ich habe so lange Rossmann und alles gemieden, beziehungsweise die Kosmetiktheken, ne? Ja. Bis ich heute wieder geguckt habe. Und das nur, weil ich gewartet habe und ich das wieder alles nicht abwarten konnte. Ja, auf jeden Fall hat meine Schwester, wir sind mit ihrem Auto gefahren, also die hatte mich hier abgeholt und dann sind wir dann los. Und dann hat sie mich abgesetzt, dann bin ich in mein Auto gesprungen und sind dann zu meinen Eltern, haben da noch was gequatscht. Mensch, geh doch rein hier. Haben da noch was gequatscht, sind mit der Hunde gegangen. Ja, und jetzt bin ich hier und quatsche mit euch. Und wir haben jetzt 10 vor 12, genau. Das Einzige, was ich mache, sind lecker Erdbeeren jetzt noch. Die schnibbel ich noch ein bisschen Zucker drüber. Und ja, dann kann ich schon meine Rabauken gleich wieder abholen. Das Wetter ist schön, das zeige ich euch auch noch. Genau, ich hoffe, bei euch ist es genauso schön. Denn der Regen, dieses Düstere, das ist überhaupt nichts. Genau, so sieht es aus. Dann zeige ich euch jetzt mal das schöne Sonnenwetter. Paul ist schlau, der setzt sich in die Sonne. Der genießt die. Das ist heute der erste Tag, wo Paul was frisst. Ich musste ihn mal ein bisschen umquartieren, weil er in der falschen Ecke saß. Und jetzt haut er rein, Gott sei Dank. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Mami! Ich hab dich schon tolle Magen hier wieder gefunden. Ja, letztes Jahr, aber dies Jahr noch nicht. Guckt euch das mal an, wie süß. Lass es dir schmecken, Junge. Da ist mein Grillfleisch. Der ganze Bottich, nein, Spaß. Und das ist mein Grillfleisch. Und das ist Udos Grillfleisch. Lecker Salat. Und jetzt zeige ich euch, was für ein Udo ist.
Und das ist für die Kinder. Das nicht. Ja, das ist für die Kinder. Der Udo kriegt eine Wurst. Wir sitzen auf der Terrasse und essen. Und die Heckenbrunelle frisst, obwohl da die Wäsche hängt. Die ist gechillt. Da wartet meine Freundin wieder. Die will im Garten. Aber es muss erst die Wiese gemäht werden. Der hat einen Knall. Ja, muss erst Wiese gemäht werden. Man soll sowas ja nicht machen gegen das Licht filmen. Aber das sieht so schön aus. Ganz toll. Die Sonne verabschiedet sich so langsam für heute. Guten Morgen. Wir haben heute Samstag, den 30. Morgens um 5 nach 6. Und das Wetter ist schon so schön. Von den Temperaturen her. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch mögt. Wenn ihr aus dem warmen, ich sag jetzt mal warmen Schlafzimmer kommt, schön in der Kühle rein. Das Einzige, was mir fehlt, ist da die Hühners. Der Täubchen sagt irgendwas. Wo sitzt die denn? Keine Ahnung, wo die sitzt. Auf jeden Fall, heute vor einer Woche sind die Hühner abgeholt worden und ja, das liegt mir immer noch schwer am Magen. Ich weiß, denen geht es gut, aber trotzdem. Es ist komisch. Genau. Heute soll es ja nochmal schön werden. Wir lassen uns überraschen. Genau, hier sind die Schildkröten. Die Tulpen sind auch gewachsen, aber guckt euch mal diesen Teller an. Ist der nicht schön geworden? Richtig schön. Und da drin kommen die Tulpen alle. Genau. Ja, bei diesem Anblick werde ich jetzt die Ruhe, die ich noch habe, genießen. 7.30 Uhr und die Sonne ist da. Schön, die Vögel zwitschern. Genau, da ist er. Nicht erschrecken, meine Samstagsfriese. Einfach nur hochgesteckt. Ich bin ja schon seit 6 Uhr und ich war um 4 Uhr schon wach. Dann habe ich da noch ein bisschen geschlummert und dann bin ich um kurz vor 6 herunter. Und im Trockner war eine Maschine Handtücher fertig. Die andere Maschine, die fertig war, stand noch im Korb davor. Meine beiden Wäscheständer standen in der Wohnung und haben getrocknet. Und das habe ich jetzt schon alles weggefaltet. Bügeln ist fertig. Das ist wirklich rucki zucki. Jetzt decke ich den Frühstückstisch und Udo, der ist eben noch eine Kleinigkeit einkaufen. Denn der macht heute im Garten weiter und ich habe hier einiges zu tun. Und heute Abend treffen wir uns mit meiner Schwester und ihrer Familie und dann gehen wir was essen. Die Kinder können spielen. Genau. So sieht der Tag heute aus. Also ich werde mich heute noch verändern, definitiv. Ja, das Wetter, das ist schön. Ich hoffe, das bleibt auch schön, denn dann ist die Laune auch ganz anders. Man hat viel mehr Lust für irgendwas. Genau, ich werde jetzt den Tisch decken, dann werde ich im Wohnzimmer schon Staub putzen, dann brauche ich da nur noch saugen, dann bin ich da schon mal fertig. Ich bin schon fleißig, ne? Wie heißt das immer so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Genau, die Emma schläft noch, da habe ich auch noch Ruhe. Wie kann es besser sein? Guckt euch das an, wir haben 9 Uhr. Noch nicht mal 9 Uhr. Schon 13 Grad und das Ding steht im Schatten unterm Pavillon. So, wir haben die Osterwiese hier gemäht auf dem Tisch. Die ist jetzt weg. Ich zeige euch jetzt, wo die ist. Dafür müssen wir einmal rausgehen. Tschak, tschak. Guckt euch auf. Ich finde das ja immer noch so schön, ne? Naja. Guckt mal, wer draußen ist. Da war gerade noch Sonne, wo er jetzt sitzt. Paula! Genau, muss ich da gleich das Wasser noch neu machen. Die Wiese scheint hier schön. So. Da hängt sie.
unsere Wiese. Schön gegossen, damit die heute Abend 3 Meter höher ist, ne, Doro? Da weiß der Mann Bescheid, das könnt ihr nicht. Nein. Kleine Trine hat gefühlt einen halben Liter Milch darauf ausgekippt und ich habe jetzt gerade die Milch daraus gespült und jetzt trocknet hier unsere Tischdecke. Jetzt möchte ich ein bisschen prollen. Wir haben 10 Uhr und 17 Grad im Schatten. In der Sonne ist das wirklich so schön. Man könnte jetzt schon draußen sitzen. Ja, so sieht's aus. Aber drin wird gearbeitet und draußen ist also nur nichts mit Sitzen. Das ist hier der schöne Teil im Garten. Und das ist der schöne Teil für den Udo. Der arme Kerl ist am Schwitzen. Ich muss den ganzen Mist dann da hinten auf den Haufen karren. Ja, und so sieht ein Garten dann aus, wenn er nicht mehr aufgeräumt ist. Udo will nicht gesehen werden. Da ist das schöne Loch. Und da hat der Udo gerade einen Fund gemacht. Ist er nicht begeistert von, glaube ich auch. Ja, aber so ist das, ne? Und Paule sitzt da in der Ecke und guckt zu. Jetzt ist die Sonne gerade weg. Da hat er sich eingezogen, verzogen. Ja. Aber er macht das toll, der Udo. Ich könnte das ja nicht in der prallen Sonne arbeiten. Ich bin ja immer so empfindlich, was Sonnenbrand angeht. Hier ist der Haufen, der kleine Haufen. Und da hat der Lenny mir meine Blümchen, die an dem Stück waren, wo jetzt das Loch ist, schön eingebuddelt. Genau. Ja, hier sind die. Da kommen, sollen ja meine Blümchen kommen, meine Petunien. Da sind Kakteen drin und hier ist der schöne Teppich. Genau. Der Papa arbeitet und ich habe Essen gemacht. Das ist heute unser Mittagessen, weil wir gehen ja nachher noch was futtern und ja, das reicht. So sieht die Verschalung jetzt aus. Da kommt dann auch direkt Draht drunter, dass keine Tiere sich reinnagen können oder geschweige meine Schildkröten raus. Aber bei dem Boden, glaube ich, kommt da nichts durch. Also der Udo, der ist da am Ackern. Das ist die wahre Wonne. Jetzt wissen wir auch, warum unsere Wiese im Herbst immer unter Wasser steht, weil das kann überhaupt nicht abfließen. Ja, aber so ist das. Udo ist fleißig, fleißig. So, wir haben jetzt 4:30, genau. Ein bisschen Mascara drauf, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Ohrring und das war's. Ja, wir drei, also die Kinder und ich, wir fahren dann jetzt mit meiner Schwester und Anhang, fahren wir was essen. Udo kann leider nicht mit, beziehungsweise er möchte auch nicht mit, kann ich auch verstehen. Der hat heute geackert wie Harry, der ist immer noch dran und ja, dann habe ich gefragt, was er absagen soll. Nein, sagt er, fahren wir, also ich soll alleine fahren. Ich fahre natürlich auch auf eine Seite mit einem schlechten Gewissen, aber er müsste sich nur duschen und ihm tun einfach die Knochen weh. Ich meine, nach dem Boden aus Hacken da, kein Wunder. Der hat jetzt gleich die Umrandung auch schon fertig betoniert und dann ist der Herr fertig mit der Welt, das glaube ich. Wie gesagt, ich habe gesagt, sollen wir das absagen, weil sieht ja auch ein bisschen doof aus. Nee, wollt er nicht. Gut, dann fahren wir dann mal gucken, wo wir was futtern und ja, ich melde mich dann später wieder. Da bin ich wieder. Wir haben 9 Uhr, also 21 Uhr. Wir sind, glaube ich, gerade eine Viertelstunde drin, die Kinder und ich. Und Udo hat die Zeit genossen. Der ist K.O., der kann der Arme nicht mehr bewegen, gar nichts mehr. Das ist, der ist echt der Wahnsinn. Ja, wir haben, sind dann Essen gefahren und waren anschließend noch bei meiner Schwester und das war richtig lustig gewesen. Also wir haben da jetzt ordentlich gelacht und ja, Udo war hier zu Hause und der hat wahrscheinlich so
am Sofa gelegen. So haben wir ihn zumindest vorgefunden. Genau. Ja, ich wollte mich eigentlich heute nur verabschieden. Übrigens wird die Uhr ja heute Nacht schon verstellt. Von Samstag auf Montag. Ich bin noch besser. Von Samstag auf Sonntag. Dann hätten wir jetzt schon 22 Uhr. Ich meine, so müde bin ich. Ne? Also von daher. Aber wenn ich dann so an Montagmorgen denke, oh Gott. Naja, kannst du machen nichts. Wird ja bald abgeschafft, habe ich gehört. 2021. Mal gucken, ob das dann auch so ist. Weil ich finde das eh schwachsinnig. Aber naja, egal. Man kann das doch einfach auf Sommerzeit stehen lassen und dann ist gut, oder? Ja. Sonst, wie gesagt, ist nichts passiert, außer, da ich unterwegs war. Die Umrandung zeige ich euch morgen natürlich und dann sage ich mal bis morgen früh. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Sonntag, den 31. Und seht ihr, das Wetter kommt mit der Zeitumstellung auch nicht klar. Wobei ich sagen muss, es ist schwierig bei uns. Wir haben gefünft gefühlt. 100 Uhren und davon stellen sich 50 alleine. Ich muss erstmal rauskriegen, welche Uhrzeit wir wirklich haben. Wir haben jetzt neue Uhrzeit 8 Uhr und alte Uhrzeit 7 Uhr. Und dann müssen wir heute erstmal die Uhren alle richtig stellen. Und das ist mein tränendes Herz. Das war vorher in dem Acker drin. Es regnet. Guckt, seht ihr das? Es regnet. Gestern war so schöner Sonnenschein. Ja, ach, guck mal, ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal. Hat der Udo das schön gemacht, seht ihr? Bis oben hin voll mit Beton und ein Gitter drin, dass die nicht abhauen können. Ich meine, bei dem Boden, glaube ich, können die nicht abhauen, so fest wie der ist. Aber da kann sich auch nichts durchgraben. Der hat gestern Abend echt noch lange geschuftet, der arme Kerl. Aber es sieht schon schick aus. Und wenn das dann hart ist, kommt da oben drauf mein Frühbeet. Und unten wird natürlich mit Blätter und Erde und alles aufgefüllt, damit die sich dann im Winter darunter buddeln können. Genau. Ja, wie gesagt, Wetter sieht nicht berauschend aus. Da können die Palmen ja auch nichts mehr richten. Ja, hoffentlich ändert sich da noch ins Schöne. Na, wir werden sehen. Noch ist Ruhe. Im Übrigen haben wir wieder unsere Bümbels hier hängen. Ja, da unten wartet jetzt der Tönchen, dass er rauskommt. Weg ist er. Damit kein Fieszeugs reinkommt oder nicht direkt, ne? Genau. Ja. Jetzt habe ich euch Mist erzählt. Das ist wieder mein Wunschdenken. Stimmt ja gar nicht. Die Erde kommt nur bis hier zum Rand rein. Also quasi bis da oder so. Der Udo hat im Rahmen, da zeige ich euch alles, wenn es soweit ist, quasi wo die Erde an das Holz angrenzt, hat der einen Rahmen drin. Die Schildkröten müssen ja auch rauslaufen. Also der Zaun kommt hier weg, der wird hier drum gemacht, dann kriegen die ein größeres Gehege, das kommt hier auch weg. Dann haben die das alles zum Laufen quasi, dann laufen die auf der Höhe rein. Ich habe mich zwar schon gewundert, aber naja, dann wird das nur bis dahin voll mit Erde. Und oben drauf kommt das Haus, damit die Lampen nicht direkt auf den Schildkröten, also auf dem Boden hängen. Deswegen hat der Udo das so hoch gemacht. Genau, stimmt ja. Wie gesagt, da kommt da so eine Tür rein. Aber wir werden das alles sehen, wenn es fertig ist. Ja, dann kommt der Holzzaun weg. Und du willst eine andere Umrandung machen. Und dann haben die dann den Auslauf auch noch. Die Schildkröten sind noch so klein, da könntest du jetzt gefühlt 100 Stück auf der Fläche tun. Und ich tue es jetzt rein, weil es fing eine Dollar an zu regnen. Da wollte ich euch doch auch mal so von Aug zu Aug schocken. Ich habe mal wieder vergessen, mich abzuschminken. Ich sag ja, ich habe da, wenn ich nicht voll geschminkt bin, dann vergesse ich sowas. Ja, auf jeden Fall, der Udo, der arme Kerl, kann sich heute kein Stück bewegen. Der geht so, die Treppe hoch und runter.
runter, kann ich aber voll verstehen. Weil, ja, ich hätte nicht tauschen wollen mit ihm. Und jetzt mache ich ihm ein Frühstück. Und, ja, ein lecker Kaffee. Und mal gucken, was heute ansteht. Ich denke mal nichts, weil er kann sich nicht bewegen. Oder schlecht, er kann schon, aber schlecht. Wie das so ist, wenn du Arbeiten machst, die du selten machst. Und, Haarspange auch schon wieder weg. Und, ja, wir gucken mal, was heute noch so ist. Wie sich das Wetter entwickelt. Genau. So sieht's aus. Wo kann man Butter kaufen? Ja, so ist es. Aber auch Sonntag, ne? Das gibt's aber heute nicht. Ach, wie süß. Frühsport auf der Mutter. Geparkt. Eine Gruppe Hühner beim Sonnenbad. Wie süß. Da sind wir wieder. Wir haben 3:15 und wir haben heute Morgen ja spontan, also erstmal nichts gemacht und dann spontan entschieden, dass wir in so einen Tierpark gehen und oder fahren, genau. Das haben wir gemacht und jetzt sind wir dabei, Mittagessen zu machen. Es gibt ja Resteverwertung, das machen wir öfters mal. Ein bisschen Lende, dann habe ich einen Thunfischdip gemacht und Udo macht Tomatensalat. Und ja, das essen wir dann erstmal. Und wer heute Abend noch Hunger hat, kann sich noch eine Double machen. Und ja, das war halt erstmal Sonne, war vorhin draußen schön. Das war richtig toll gewesen. Ja, jetzt ist sie gerade weg. Paula hat heute auch keine Lust rauszukommen. Dem ist es wahrscheinlich zu kalt. Der Wind, der ist so dolle. Deswegen essen wir auch nicht draußen. Und ja, sonst war der Tag trotzdem, auch wenn nicht so viel war, das ist manchmal auch mal schön, wenn man nicht so viel macht. Und die Kinder sind glücklich, die konnten da toben und rennen. Ja, bis dann irgendwann meine Blase gesagt hat, hallo, ich bin auch da, ich musste mal auf Klo. Ich sag, jetzt gib Gummi. Da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Bodenwelle so eine Autobahn haben kann. Ja, und wie weit der Weg nach Hause ist. Genau. Ja, jetzt werde ich noch weiter mit Essen machen und vielleicht gibt es ja später nochmal was. Das sieht doch auch mal gut aus. Ja, wir haben jetzt 5:15 und heute wird nichts mehr passieren, außer dass wir uns frisch machen wieder, Duschenszeit und dann chillen wir uns auf das Sofa. Und ja, ich wollte jetzt den Vlog beenden. Ihr könnt mir noch in die Kommentare schreiben, wer von euch mit der Zeitumstellung Probleme hat, ja oder nein. Ich war jetzt gerade nur erschrocken, als ich auf unsere alte Uhrzeit geguckt habe, 16 Uhr oder kurz nach. Und dann dachte ich, ach, da geht ja. Und dann gucke ich auf die richtige. Ich denke, okay, ne? Ja, so fällt das bei mir jetzt noch nicht auf. Aber ihr könnt mir ja mal schreiben, wem es vielleicht schwerfällt. Genau, jetzt werde ich das Video bearbeiten und euch hochladen. Wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!